Hot Take, glaube ich. Und es ist ja, es ist Steve. Oh, die Jab Trance, dafür spielt man das Matchup. Oh mein Gott. Hat sogar, eigentlich hätte bestimmt einen Kill kriegen können da. Also das war schon hart für Ash, man. Mal gucken, ob er gleich aufholen kann. Also gleich definitiv nicht, aber... Von dem Prozenten her sieht es gar nicht mal so schlecht aus, aber... Ja, nee, eigentlich ist es nicht schlecht für Ashman. Basti hat nicht so viele Mats sammeln können. Ich würde auch nicht so sagen, Fox... Oh nein. Fox ist nicht mal so schlecht gegen Skeef, würde ich sagen. Nö, ich denke, der ist wahrscheinlich decent. Hat halt den Speed, um die Blocks herumzukommen, kann mit der Backer, denke ich, das Minecart challengen. Aber gar gegen Ian auch schon in Führung. Ja. Ja, das war... War einfach ein bisschen unfortunate, dass genau in dem Moment, als er darauf gelaufen ist, dieses Ding geplaced wurde. Und das killt einfach super früh. Das ist natürlich das Ding mit Fox, so du stirbst halt gegen Steve abartig früh einfach. Aber auch gegen viele andere. Ja, klar. Aber gegen Steve ist halt auch nochmal scary, gerade so Minecart und so. Die Axt ist auch ein bisschen gefährlich. Ja, mal gucken, ob wir jetzt einen Ledge Trap sehen mit der Back Air. Das ist so... Oh nein, er Ledge Camp. Nein. Oh, bitte nicht. Okay. Ja. Oh! Das hab ich schon gefragt, ob wir das sehen, aber der erste Stock, das ist schon. Das habe ich noch nie gesehen, dass die Down Air reflektiert wurde. Ja? Nee. Ja, das kann man auf jeden Fall machen, aber ich glaube, das fliegt nicht so hoch. Also, Steve muss wirklich direkt draufstehen, dann funktioniert das. Das TNT kann man bestimmt auch reflekten. Nee, ich glaube nicht, weil das eine Explosion und kein Projektil ist. Also, das fliegt ja nicht auf dich zu, basically. Aber vielleicht, ich kann mich auch. Das wäre interessant zu wissen, aber auch. Ich glaube, Ian hat hier jetzt auch Diamond. Das ist wirklich keine gute Position für Ashman. Oh, der Two-Frame. Das ist wirklich... Ja, jetzt wird es langsam kritisch, weil jetzt kann Steve... hat Steve gute Mats, hat Diamond, kann reingehen, kann campen, kann machen, was er will, basically. Und ist im Vorteil. Aber mal sehen, ob Ashman trotzdem das noch zurückholen kann. Ich meine, Fox ist explosiv. Ist jetzt nicht so, als wäre das unmöglich oder so. Aber ja. Oh mein Gott. Oh. Aber wie geil, Ratchcamp. Ja, die Abi von Steve ist zu gut dafür. Das kannst du nicht machen mit dem Stage Spike. Aber ja, sehr schöne Confirm. Und so viele Prozente sind jetzt gar nicht drauf. Ian also hat Ashman kann ich definitiv noch holen. Ja, dieser Stock war wichtig, weil Ashman hat hier Basti, also Ian hat jetzt kein Diamond mehr. Und muss jetzt erstmal wieder ein bisschen craften, bis er den kriegt. Und das kann Ashman schön nutzen, so mit dem Momentum, um raufzuhauen. Und ja, Steve ist auch leicht. Also ist jetzt... Aber Gaga schon gegen Eisen, das Eisen bekommen. Sehr schön, das Minecart gechallenged. Oh. Ja, jetzt wird's knapp, aber ist auf jeden Fall machbar noch. Beinahe ein Kill. Ja, mixt schön das Timing ab. Wichtig. Und oh nein. Ja, das war's. Ja, das ist einfach tough. Da in der Situation. Ich glaube, eigentlich nur für ihn. Genau. Und ja, ich vermute mal, wir werden auch keine Character Switches sehen oder so. Das... Ist einfach wirklich eklig mit Fox. Du willst dich natürlich eigentlich unter dem Gegner positionieren und dann kommt da der Anvil und vom Risk-Reward her einfach entweder du stirbst bei 50 gefühlt oder du gibst deinen Disadvantage auf. So du, als Fox kannst du da eigentlich gar nicht gewinnen in der Position. Das ist einfach tough. Aber... Ganz schön Matchup gegen Steve allgemein. Wenn der Gegner Steve gut spielen kann, hast du echt Schwierigkeiten. Naja, absolut. Das ist halt einfach... Du willst nicht reinrennen, weil er so gute Framedata hat, aber du willst auch nicht rausbleiben, weil er dann Diamond craftet. Du willst ihn in Disadvantage mobben, aber geht halt nicht, weil er halt seine ganzen Reversals spammen kann. Also, der Charakter ist schon gut, selbst wenn du nicht die krassen No-Impact-Land-Kombos und so solche Sachen machst. Du kannst doch einfach mit Bait-Steve sehr viel Damage machen. Aber man kann das Matchup auf jeden Fall solven, also so ist nicht... Okay, nicht solven vielleicht, aber man kann es auf jeden Fall... besser und schlechter spielen. Und ich glaube, Ashman spielt es auch nicht so schlecht. Ist halt nur... Du musst einfach nur dich sehr konzentrieren. Durchgehend. Und gegen das Ledge Camping weiß ich gar nicht, was man da machen kann. Ob ich es auch da nicht. Also vor allem auch mit Fox. Ich glaube nicht, Fox also ich mein, die besten Mittel, um dagegen anzutreten. Ja, also der Down Smash hittet halt die Ledge, ne? Aber ich weiß nicht, ob er Steve an der Ledge hittet, weil das ist teilweise character-specific. Und selbst wenn... Er kann ja einfach runtergleiten und dann Up-Tilt oder Up-Smash-Spammen oder so. Das ist schon einfach.
Aber so viel geholfen hat es ihm nicht. Also Ian ist trotzdem hier auf hohen Prozenten. Hat nicht craften können, hat wahrscheinlich sogar Materialien verloren. Und das Restgemax war ja auch eigentlich sehr even. Ja, absolut. Das war, da hätte jeder von beiden holen können. Mhm. Also ich glaube, wenn Ashman jetzt hier den ersten Stock holen kann, dann wird's kritisch auf jeden Fall. Dann sehen wir vielleicht auch den Switch auf den Pokémon-Trainer. Aha, ja. Ja, das ist der Steve Classic, der F-Smash durch die Blocks. Aber Backer killt. Und jetzt, ich meine, das sind Killprozente für Fox absolut und Ian hat tatsächlich den Diamond craften können. Also das ist ein bisschen scary hier. Der Ledge Trap ist auch absolut nicht einfach zu avoiden. Aber Ashman kriegt's hin. Lässt sich nur vom schwachen Hit vom Anvil treffen, das heißt, er lebt noch. Wenn er jetzt noch ein bisschen Damage raufholen kann, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Beige machen das aber gut, finde ich. Mhm, ja, absolut. Ich meine, sie sind natürlich auch nicht umsonst Top 8 gekommen. Keiner spielt zu aggressiv, keiner spielt zu defensiv. Das ist eher schon ausgeglichen. Naja, und man sieht auch, denke ich, dass Ashman nicht komplett, wie sagt man, komplett ahnungslos in dem Matchup ist. Mhm. Und man sieht aber auch, dass halt Ian Steve auch tatsächlich kann und nicht einfach nur rausholt, um irgendwie zu cheesen. Würdest also ich mein, du was gegen Steve ausrichten können? Ich denke nicht. Also ich habe schon häufiger gegen Ians Steve online gespielt und ich habe ein paar Games geholt, aber oft werde ich einfach zerstört von dem. Mhm. Gerade wenn er halt länger gegen mich spielen kann und so Adaption machen kann. Oh, das ist scary, das ist scary. Oh mein Gott. Ja, das wird passieren mit Steve. Das ist halt einfach tough. Vor allem mit den Diamantsachen auch ganz stark wehgetan. Mhm. Naja, aber es hat zum Glück nicht gekillt. Aber jetzt killt halt alles von Steve. Oh, und nevermind, er hat ein paar Tools verloren. Er hat jetzt keine Forward Air und Back Air mehr. Also er muss die neu craften. Das ist eigentlich ziemlich gut gerade. Mhm. Wenn er jetzt den Kill kriegen kann... Oh, den Tech Chase ganz leicht gemisst. Das war wirklich schade. Das, ja, die beiden sind... Ich glaube, das ist echt eine nervenaufreibende Situation, weil beide wollen unbedingt diesen Stock haben. Oh, nee. Ja, da ist der Up Smash. Die Scoop-Hitbox von hinten, das habe ich auch noch nicht so häufig gesehen. Ja, jetzt ist halt wieder schwierig, ne? Weil jetzt hat Ian Diamond. Okay, jetzt ist. Aber Ian hat gegen Diamanten. Naja, genau, das ist das Problem. Das ist halt der Vorteil, dass Ian hat. Er muss ihn halt jetzt craften können noch, das ist das Problem. Aber das sollte auf jeden Fall machbar sein. Und. Ja, also bisher macht das Ashman echt gut, aber. Sobald er halt, sobald er den Diamond kriegt, jetzt braucht er einen Jab oder einen Grab oder so und dann hat er das, basically. Aber dafür muss er den auch erstmal landen und Ian ist jetzt auch schon bei den Killprozenten. Also Ashman macht das richtig gut. Mhm. Die Nair hätte vielleicht zu was führen können. Jetzt darf er sich hier nicht F-smashen lassen, okay. Ist schön geduldig. Ja, das ist sehr nice, sehr nice. Dann sehen wir noch ein drittes Game von den beiden. Ja, das ist ja eh Best of 5 jetzt. Achso. Ja, also wir sehen auf jeden Fall eine Weile Gameplay hier. Und wir sehen auch den PT, der rauskommt von Ian. Zu erwarten, denke ich. Da bin ich aber mal gespannt. Gegen seinen PT habe ich nicht so viel Erfahrung. Mhm. Also, den habe ich vorhin in die Fresse bekommen, den PT von ihm. Aber ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht. Weil Ashman ist natürlich nochmal ein bisschen besser als ich. Der kann da wahrscheinlich deutlich mehr ausrechnen. Kann das, denke ich, knapp machen. Ich finde auch, Pokémon-Trainer gegen Fox ist auch nicht gerade schlecht. Aber das ist ein sehr schönes Vanille-Ultimate-Matchup, finde ich. Mhm. Das ist einfach, also Steve wurde gebannt gerade von Ashman und jetzt kann Ian hier richtig, also jetzt können die beiden hier richtig klassisches Ultimate reinhauen. Vor allem Shiggy hat auch die Schnelligkeit und Mixhalten. Mhm, ja, das stimmt. Ich glaube auch, also ich weiß jetzt nicht, kenne mich jetzt nicht wirklich gut aus mit den Matchups, aber ich denke, das ist jetzt auf jeden Fall nicht besser oder schlechter für einen von den beiden. Oh, aber das war ein sehr schöner Gimp von Basti. Die Aqua-Knarre war schön. Mm, ja, das ist natürlich auch ein bisschen tough mit Fox recovern. Und jetzt ist natürlich echt eine schlechte Situation, weil jetzt kann Ian wieder einfach die ganze Zeit Shiggy benutzen und richtig viel Damage machen. Mal sehen, ob er noch einen Gimp bekommt, aber sieht nicht so aus. Oh, das ist aber wieder hier schwierige Situation. Das war knapp. Mhm. Ivysaur ist auch sehr gefährlich. Oh, sehr schönes Reversal. Ja. Ivysaur ist einfach super cheesy. Ich würde sagen, der gefährlichste von ihm rein. Naja, kann die frühesten Kills holen. Mhm.
sehr schöne Callout bei der hohen Recovery. Und jetzt ist wirklich schwierig. Also, ich glaube, das Game ist... Ich will da nicht sagen, dass verloren ist, aber es ist schon echt tough. Also, es sieht echt recht aus für Ash, ne? Mhm. Ich glaube, der Wechsel auf Pokémon-Trainer, der war es einfach. Ja. Naja, ich glaube, mit PT ist auch immer so, das ist ein sehr momentum-orientierter Charakter. Also, richtig krasses Advantage, richtig viele Möglichkeiten, Stocks früh zu holen, Edgeguarding, Ledge-Trapping, Juggling, alles. Ich finde das auch richtig schwer, weil du hast ja gar quasi drei Charaktere im einen. Ja. Und du musst dich gar ja immer auf die jeweiligen... Ja, genau. ...festlegen. Das war ein krasses Game von Ian auf jeden Fall. Aber Pokémon Trainer hat auch einen richtig schlechten Disadvantage. Ja, stimmt. Und wenn der PT nicht das Momentum kriegt, dann kannst du da gerade mit so einem Charakter wie Fox kannst du ordentlich reinhauen, richtig Damage machen und dann ist es ja egal, wie krass der Advantage ist, wenn du den Gegner nicht Advantage spielen lässt, dann kannst du trotzdem die Stocks holen, kannst trotzdem das Game holen, selbst wenn der Gegner eben diese krassen Stärken hat. Das ist auch was halt viele PT-Mains an dem Charakter so stört, ist halt dieser Disadvantage. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall exploiten. Ist natürlich einfacher gesagt als getan. Aber ich hab's auch nicht wirklich geschafft, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist aber eine schwere Sache halt. Ja, aber ich denke, man darf sich von so krassen Games nicht blenden lassen. Also wenn man jetzt gegen PT spielt, darf man jetzt nicht so sagen, oh, ich habe verloren, das ist unwinnable oder so. Nee, man muss halt die Setups kennen, man muss wissen, welche Hits man avoiden muss und man muss einfach versuchen, Neutral zu gewinnen und dann im Advantage richtig, richtig reinzuhauen. Das Ledge Trap zu abusen, was man in Fox auch richtig gut machen kann. Und ja, also Ashman hat auf jeden Fall jetzt einen viel besseren Start auch. Wenn er sich jetzt nicht gimpen lässt, dann ist das, denke ich, könnte er den ersten Stock holen und dann ist das nochmal ein ganz anderes Game einfach. Vor allem schickig Größe kann auch von Vorteil, aber auch von Nachteil sein. Weil der ist halt so klein, den triffst du nicht, aber der kann wegen seiner Größe auch richtig leicht rausgeschleudert werden. Ja, genau. Er ist halt leicht, was halt wirklich... Das ist wirklich eine große Schwäche in dem Spiel, finde ich. Also... Oh! Darf man nicht unterschätzen, aber ja, den macht er noch. Das ist ein PT-Main, misst solche Recoveries nicht. Sehr schöner Upsmash, aber sehr schöner Upsmash. Der Upsmash von Fox ist so stark. Ja, und covert natürlich auch sehr schön über ihm. Das auch einfach ein schöner Move. So, er hat richtig viel Endlag, das heißt, wenn du misst, dann wirst du ordentlich gepunished. Aber wenn er hittet, ist so nice. Die Up-Air ist aber auch ziemlich gut. Ja, die ist natürlich ein bisschen spezifischer, also die hat ein bisschen kleinere Hitbox, aber die ist natürlich super stark, hat auch nicht viel Endlag, also da wirst du auch nicht wirklich viel gepunished. Wenn sie trifft, kann Hawks ja rein. Absolut. Ich meine, viele von seinen Aerials auch, oder nicht Aerials, aber viele von seinen Moves. Aber ja, vor allem Upsmash und Up-Air. Oh. Aber die Abwehr haut auch ordentlich rein. Und die hat eine viel höhere Range. Das ist wirklich ein krimineller Move. Ging ich mehrere Male schon genervt oder was geht Downer? Einmal genervt, glaube ich. Ich glaube, Abwehr und Downer wurden jeweils genervt. Und ich glaube, Downer sogar zweimal, wenn ich richtig liege. Die Downer war aber auch krass. Downer, ich meine, die ist immer noch krass, aber war richtig krass. Weil früher, also inzwischen... Oh! Sehr nice, sehr nice. Inzwischen gibt es so... einen relativ großen Sour Spot und einen Sweet Spot und der Sour Spot, der ist jetzt nicht so stark, aber früher war basically die gesamte Hitbox der Sweet Spot und der hat einfach so früh gekillt. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr guter Move. Und jetzt sehen wir hier schöne Lopez und Squirtle Combos. Oh mein Gott. Ja, also an der Situation habe ich immer ein bisschen Angst um Ashman wegen dem Gimp einfach, also der Two-Frame mit der Down-Air und die Water Gun ist da wirklich einfach ziemlich gefährlich. Ian nimmt echt immer am Anfang Shiggy. Ich glaube, das ist das Beste, was er auch machen kann. Ja, Shiggy ist, denke ich, das einzige Pokémon, was so in Neutral mit Fox mithalten kann. Und du machst einfach so viel Damage on Hit. Du kannst halt nicht so gut killen, aber das ist halt nicht kein großes Problem. Das ist auch nicht Shiggys Aufgabe, so gesehen. Naja, genau. Wie das, man sieht. Ja. Oh, mal gucken, ob Ashman den Juggle completen kann. Ja, fischt jetzt natürlich für die Nair. Nair into Up Smash ist jetzt die Confirm. Aber ist natürlich. Oh, ja, sehr schön, der Tech Chase. Sehr nice, sehr nice. Also, wir sehen Game 5 schon im ersten Match der Top 8. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Und ja, genau, das, wie gesagt, ich hab's ja angesprochen, so nur weil das eine Game so richtig krass aussieht, krass einseitig.
passiert bei solchen Charakteren halt. Wenn du so krassen Advantage hast, so schlechten Disadvantage, dann brauchst du nur ein paar Neutral Interactions, können dann das gesamte Game entscheiden. Mhm. Und da, hier hat man es, finde ich, sehr gut gesehen. Also, ich wüsste auch nicht, wer jetzt das Set gewinnen würde. Ich auch von den nicht. Games. Vor allem, das war eigentlich immer relativ even. Und dann hat einer richtig Powerboost gekriegt, sag ich mal. Und richtig aufgeholt. Ja. Ich bin mal gespannt, ob Ashman jetzt hier Adaption gemacht hat. Also man hat auf jeden Fall gesehen, dass er sich nicht hat cheesen lassen. Nicht so einfach. Aber ja. Mal sehen. Oh, die Parries. Oh. Ah, schade. Die Jabs mag er gerade wirklich gerne. Das ist witzig. Was ich von Fox eigentlich kenne, ist, dass er eigentlich Kill-Probleme hat, aber das scheint ja bei Ashman nicht so zu sein. Nee, Fox, würde ich sagen, hat nicht Kill-Probleme, weil er hat richtig gute und richtig viele Moves, die eigentlich gut killen, aber du brauchst ja, also du kannst sie nicht einfach spammen. Ja, stimmt. Also Back-Air stalet dann und killt nicht mehr wirklich. Up-Air ist einfach kein Move, den du richtig gut spammen kannst, wenn der Gegner grounded spielt. Vor allem wirst du dafür auch gepunished manchmal. Genau, ja, und vor allem für Up-Smash wirst du gepunished, ne? Also wenn du Up-Smash misst, dann frisst du wahrscheinlich einen Smash-Attack. Und das willst du halt einfach nicht. Wie viel Angry hat Georg Smash? Ich glaube, der hat irgendwie 40 Frames oder so. Oh ja, das ist eine Menge. Also fast eine Sekunde. Das ist eine Menge. Ich glaube sogar, hat noch mehr. Ich glaube, es ist minus 40 on Shield oder so. Mhm. Ja, also wenn du den misst, dann bist du wirklich tot. Und gerade mit so einem leichten Charakter. Mhm. Ja. Man sieht es ja auch natürlich, ne? Es ist nicht in dem Sinne schwierig, mit Fox den Kill zu kriegen. Oder anders, es ist nicht objektiv schwierig, aber man muss schon tricky sein. Also man kann nicht einfach irgendwelche Moves spammen. Und Charizard ist natürlich sehr gut in dieser Position, so, weil er ist schwer, das heißt, er wird generell schwer gekillt und er hat sehr gutes Out-of-Shield-Game, hat sehr gutes Grab-Game. Das heißt, wenn man Angst hat, ist er richtig gut und wenn man ihn killen will, dann kann er das sehr gut abusen. Mhm. Und wir sehen es ja auch. Also Fox ist hier quasi schon bei Kill-Prozenten. Wenn ihr einen guten Read bekommt, dann kann er noch den zweiten Stock hier nehmen. Aber sehr schöner Ledge Jump von Ashman. Ja, jetzt ist deutlich ungefährlicher die Situation. Also nicht ungefährlich, aber deutlich weniger schlimm. Ja, 50% kann schon ganz aussagen für Fox. Ja, das stimmt. Ja, und ich denke, wir werden hier auch gleich wieder die Ivysaur sehen. Es sei denn, er macht jetzt hier Edge Guard mit ihm. Nee, okay. Ja, das ist ein Freer Two Frame. Ja, genau. Das ist schwierig. Jetzt ist wirklich eine schwierige Situation. Ich finde, Ian hat auf jeden Fall das Momentum jetzt auf deiner Seite. Aber das gegen Fox ist das natürlich nicht so entscheidend, weil Fox hat halt einfach auch sehr gutes Neutral, kann Momentum sehr gut wieder an sich reißen. Ja, da ist es schon. Oh. Damn. Das geht so schnell mit diesem Charakter. Das ist so und wir haben immer. Last Stock, Last Hit mit 0% beide. Jetzt, der erste Opening, glaube ich, macht sehr viel aus. Okay, wir sehen es hier. Grab, das wird viele Prozente geben. Viele das Prozente. Tut weh. Oh, aber Ashman kommt raus. Jetzt gefährlich hier. BT in Disadvantage. Okay. Ja, ich glaube, beide sind ein bisschen shaky. Sie missen ein paar ihrer Follow-ups. Wissen teilweise nicht genau, was sie machen sollen. Aber jetzt ist hier eigentlich eine richtig gute Situation für Ashman, never mind. Es wechselt sehr schnell. Ich dachte, es wird in einer Interaktion entschieden, aber absolut nicht. Die beiden scramblen. Oh, guter Parry. Ja, und dann auch gewusst, dass der Move ein Multi-Hit ist und deshalb direkt wieder geschildet. Mm. Das ist wichtig, weil manche droppen dann einfach. Oh! Sehr schöne Abwehr. Sehr schönes Game insgesamt, sehr schönes Set. Aber Ian hat dann einfach. Am Ende war seine Abwehr besser.